alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir seid ihr hier Nasirat und Atfal, um zu sehen, was genial. Alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir seid ihr hier Nasirat und Atfal. Unsere lieben Zuschauer zu Hause, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen und sehr interessanten Sendung von Fit for Kids. Heute werden wir euch eine Großstadt zeigen, in dem unser geliebter Imam Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasser al-Aziz wohnt, vorstellen. Ihr seid bestimmt schon darauf gekommen, über welche Stadt Amna redet. Und zwar London. London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien. Also heute werden wir euch die berühmtesten Sehenswürdigkeiten von London zeigen und auch mehr über unsere Ahmadiyya Muslim Jamaat in London erzählen. Und ihr werdet bestimmt vieles Neues über London lernen. Wie jede Sendung fangen wir auch diese mit einer Rezitation aus dem Heiligen Koran an. Dies wird uns Fadasset vortragen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Sprich, reiste umher auf Erden und zählte, wie er erstmal die Schöpfung hervorbrachte. Dann rufte Allah die nächste Schöpfung hervor. Wahrlich, Allah hat die Macht über alle Dinge. Was für ein schönes Vers! Alhamdulillah! Allah Ta'ala sagt, dass wir die Schöpfung Allahs, die Erde, erkunden sollten, sodass wir daran erinnert werden, wie allmächtig Allah Ta'ala ist. Dadurch können wir auch unser Wissen erweitern und mehr über die Geschichte von verschiedenen Ländern und Menschen in der Welt erfahren. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar gesagt, dass Männer und Frauen sich mehr Wissen aneignen sollen. Auf der Welt zu reisen und neue Kulturen kennenzulernen, ist ein Weg, um mehr Wissen zu erlangen. Liebe Zuschauer, jetzt wird euch Emin eine Hadith, also eine Aussage unseres geliebten Propheten Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam vortragen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Strebe nach Wissen selbst, wenn du zu diesem Zweck bis nach China gehen müsstest. Es sollte bedacht werden, dass damals der Weg von Arabien, wo unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam wohnte, bis nach China sehr gefährlich und sehr weit war. Von diesem Hadith kann man sehen, wie wichtig es für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam war, alle Muslimen mehr über die Welt erfahren. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, dass wir im ganzen Leben lang, also von der Wiege bis zum Grab, nach Wissen streben sollten. Viele von uns Ahmadis fahren jedes Jahr nach London, besonders im Sommer, damit sie auch ein Teil des Jalsa Salana Yubis werden können und auch Hazur sehen können. Immer wenn ich mit meiner Familie für eine Mulagat mit Hazur gehe, freue ich mich sehr, um unseren geliebten Hazur, möge Allah seine Hand stärken, zu sehen. Das letzte Mal hat Hazur, möge Allah seine Hand stärken, mir sogar eine Schokolade geschenkt. Liebe Zuschauer, wie versprochen, kommen wir nun zu der Geschichte der Ahmadiyya Jamaat in England. Darüber wird euch Hafsa mehr erzählen. Die Ahmadiyya Muslimgemeinde in Großbritannien gibt es schon seit 1913 und die Geschichte der ersten Moschee in London ist mit der Gründung der britischen Niederlassung der Ahmadiyya Muslimgemeinde verbunden. Der erste Missionar,
also Mutter Bijoti Fatih Muhammad Siyad Sahib, kam 1913 in Großbritannien an. Die Jamaat in London ist seither als aktives Zentrum für die Gemeinschaft bei der Darstellung der wahren friedlichen Botschaft des Islams tätig. Als dann die Gemeinde wuchs, wurde die Notwendigkeit für eine Moschee offensichtlich und damals der zweite Khalif der Gemeinschaft, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Raziallahu Ta'ala Anhu, beauftragte Murabbi Sahib, eine Moschee zu kaufen. Im August 1920 wurde ein Gelände in Südwest-London gekauft und es war die Heimat der ersten Moschee in London. Später am 19. Oktober 1924 wurde der Grundstein der Moschee während des historischen Besuches von zweiten Khalif in London gelegt. Der Bau der Moschee begann im September 1925 und 10 Monate später wurde die Arbeit abgeschlossen. Die Moschee wurde von dem zweiten Khalif als Fazil-Moschee bezeichnet und Fazil bedeutet Segen. Am 23. Oktober 1926 wurde die Moschee offiziell eröffnet. Heute dient die Moschee als internationales Hauptquartier der Ahmadiyya-Gemeinde und auch als Zuhause von unserem fünften Khalif Hazrat Mirza Masroor Ahmed, möge Allah seine Hand stärken. Die Jamaat hat jetzt viele Moscheen im ganzen Vereinigten Königreich. Eine von denen heißt Betul Fudu, die auch in London am 3. Oktober 2003 eröffnet wurde. Betul Fudu ist die größte Moschee im Vereinigten Königreich und die zweitgrößte in Westeuropa. Mashallah, unsere Jamaat ist sehr berühmt und aktiv in London. Und es ist sehr faszinierend, dass unsere Jamaat in 1926 die erste Moschee, Masjid Fazl, in London bauen konnte, obwohl es damals sehr wenige Mitglieder der Jamaat in ganz Europa und Großbritannien gewohnt haben. Aber jetzt hat sich unsere Jamaat mit Allahs Hilfe in der ganzen Welt verbreitet und wir haben sehr viele schöne Moscheen. Da stimme ich dir zu. Und meine lieben Zuschauer, später in unserer Sendung im Segment Kids on Tour Ihnen die beiden Moscheen zeigen, die unsere lieben Brüder und Schwestern in London besucht haben. Und dazu noch weitere schöne und historische Sehenswürdigkeiten von London, wie wir am Anfang schon erwähnt haben. Aber davor wollen wir noch mehr über London erfahren. Und deswegen kommen wir zu unserem Lieblingssegment der Sendung. Das wusstest du schon, heißt. Ganz genau. Darin werden wir einfache Fakten zur Stadt London genannt, die den einen oder anderen vielleicht überraschen werden, die wir von Fosia erfahren werden. Wusstest du schon, dass London die größte Stadt im Vereinigten Königreich und Europas ist? Wusstest du schon, dass London von zwei alten Städten gebildet ist, die City of London und City of Westminster? Wusstest du schon, dass der erste öffentliche Zoo der Welt eröffnet in 1829 in London, namens London Zoo? Wusstest du schon, dass das höchste Gebäude in London das Shard heißt und dass es das höchste Gebäude in Westeuropa ist mit 310 Metern? Wusstest du schon, dass es in London 43 Universitäten gibt und die größte Hochbildungsstadt Europas ist? Wusstest du schon, dass es in London mehr als 300 Sprachen gesprochen werden? Wusstest du schon, dass die London Underground das älteste U-Bahn-Netz der Welt ist? Die London Underground wurde 1863 gebaut und war die erste Metro der Welt. Wusstest du schon, dass der rote Doppeldeckerbus eine Ikone von London ist? Wusstest du schon, dass Buckingham Palace das offizielle Residenz der Königin in London ist? Und dass es aus 700 Zimmern besteht? Wusstest du schon, dass es in der Stadt London mehr als 200 Museen gibt? Wusstest du schon, dass es das 24 Brücken spannende Fluss namens Themse in London?
von der Kiebrücke bis zur Tower Bridge. Wusstest du schon, dass die älteste London Bridge heißt, die ursprünglich aus Holz gefertigt wurde, aber im Jahr 1209 wurde es durch eine Steinbrücke mit Geschäften und Häusern an der Seite ersetzt. Mashallah, ich habe heute sehr vieles Neues kennengelernt. Und du bestimmt auch, Amna, nicht wahr? Ganz genau. Über Londons Geschichte könnte man für immer reden, weil es eine sehr alte und eine sehr entwickelte Stadt ist. Aber leider müssen wir jetzt weiter zu unserem nächsten Segment, auf den ihr alle schon mit voller Neugier wartet. Das nächste Segment heißt Kids on Tour. Unsere lieben Brüder und Schwestern aus London haben die Stadt für uns besichtigt und auch die Fazil-Moschee und Bett el-Futuh. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Sonne scheint, mein Auge weint, in dir, Allah, sind wir vereint. Der Tag beginnt mit großer Macht, nun sind wir endlich aufgewacht. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Wolke zieht, der Mond erblüht, ich sehe, aller Kummer flieht. Die Welt erstrahlt in neuem Glanz, nun lieben wir im Sonnentanz. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Seele fleht, mein Herz, es geht dorthin, wo nur Hazur ihr seht. O Allah, schenke Glauben mir und töte schnell das böse Tier. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Seele fleht, mein Herz, es geht dorthin, wo nur Hazur ihr seht. O Allah, schenke Glauben mir und töte schnell das böse Tier. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Sonne scheint, mein Auge weint, in dir, Allah, sind wir vereint. Der Tag beginnt mit großer Macht, nun sind wir endlich aufgewacht. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Wolke zieht, der Mond erblüht, ich sehe, aller Kummer flieht. Die Welt erstrahlt in neuem Glanz, nun lieben wir im Sonnentanz. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Seele fleht, mein Herz, es geht dorthin, wo nur Hazur ihr seht. O Allah, schenke Glauben mir und töte schnell das böse Tier. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Die Seele fleht, mein Herz, es geht dorthin, wo nur Hazur ihr seht. O Allah, schenke Glauben mir und töte schnell das böse Tier. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir. Hazur ist hier, Hazur ist hier, O Allah, aller Preis sei dir.
London ist einfach sehr großartig und einmalig. Mir haben die Brücken sehr gefallen und auch Buckingham Palace, wo die Königin in London wohnt. Hast du die Wächter gesehen, die verantwortlich sind für die Bewachung von Buckingham Palace? Ja, und wusstest du, dass die Mützen der Wächter aus Bärenfellen gemacht werden? Und egal, ob es Winter oder Sommer ist, die Wächter müssen die lange, große und schwarze Mütze immer anhaben. Mir gefallen die Doppeldeckerbusse auch sehr und würde sehr gerne mit einem fahren, wenn ich das nächste Mal in London bin, inshallah. So langsam nähern wir uns dem Ende der Sendung. Diese lassen wir mit einem deutschen Gedicht von Hadayat el-Hibzheit mit der schönen Stimme von Mariam ausklingen. Huzur ist hier, Huzur ist hier, O Allah, Allah, preis sei dir. Die Sonne scheint, mein Auge weint, in dir, Allah, sind wir vereint. Der Tag beginnt mit großer Macht, nun sind wir endlich aufgewacht. Huzur ist hier, Huzur ist hier, O Allah, Allah, preis sei dir. Huzur ist hier, Huzur ist hier, O Allah, Allah, preis sei dir. Die Wolke zieht, der Mond erblüht, ich sehe, alle Kummer flieht. Die Welt erstrahlt in neuem Glanz, nun leben wir im Sonnentanz. Huzur ist hier, Huzur ist hier, O Allah, Allah, preis sei dir. Huzur ist hier, Huzur ist hier, O Allah, Allah, preis sei dir. Die Seele fleht, mein Herz, es geht dorthin, wo nur Huzur ihr seht. O Allah, schenke Glaube an mir und töte schnell das böse Tier. Huzur ist hier, Huzur ist hier, O Allah, Allah, preis sei dir. Liebe Zuschauer, wir hoffen, ihr habt etwas Neues gelernt und euer Wissen über unsere Religion des Islams expandiert und auch über die Stadt London erweitert. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alles, was alles, was ist, fit for kids, fit for kids.